Okay, komm schon. Irgendeine Sorte, die ich gerade nicht brauche. Nehmen wir doch mal... Kein Plan. Nehmen wir mal irgendwas, was schnell geht. Hier so Marshmallows zum Beispiel. Dann nehmen wir hiervon noch ein paar. So. Und jetzt fehlt mir Skunk, ne? Ja. Den würde ich schon ganz gern noch abgeben hier. So, jetzt war ich, hatte hier den Meilenstein, ne? Das ist schon längst erledigt. Okay. Hey, jetzt muss ich mal kurz beobachten. Wenn ich die Lampe auf die Lampe mit dem schwarzen Schirm upgrade, dann habe ich alle Lampen auf schwarz. Es geht aber tatsächlich noch weiter. Okay. So, pam. Ja, geil. Jetzt brauche ich Chemdog. Habe ich irgendwo Chemdog? Na klar, habe ich irgendwo Chemdog. Noch irgendwo Chemdog? Nee. Das ist ganz schön scheiße, ey. Das ist scheiße. Naja. Oh, guck mal hier, ich hab... Als ob. Aha. Man sieht also, wir nähern uns den 200.000. Ich muss mir auf jeden Fall fürs nächste Mal merken, dass ich die Cannabisfabrik ausbauen will. Ich war schon so kurz davor, das durchzusetzen. Und dann habe ich das Geld für anderen Scheiß ausgegeben. So, kann ich hier noch irgendwas abgeben? Naja, es sei denn, das THC-Öl wird fertig und DJ Kara hier. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ach, guck mal, Wachs. Genau, für was brauchte ich das nochmal? Für die Eishand-Sorte. Mann, wieso? Ja gut, das dauert auch noch.
Das, ja. Ja, gut, aber trotzdem. Trotzdem habe ich was geschafft heute. Ein bisschen. Hier bin ich besonders stolz drauf, dass ich das aufgeräumt habe jetzt. Jetzt hört der Mist nämlich endlich auf. Mit denen, oh, ich brauche Geld, um den Müll wegzuräumen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich auf jeden Fall die Cannabisfabrik ausgebaut. Oh, eine Bank ist kaputt gegangen. Ich sehe sonst noch irgendwo eine Bank, die kaputt gegangen ist. Oder die ich eventuell übersehen haben könnte. Nö. Vor allem, wenn ich jetzt noch weiter hin und her gucke mit der Kamera, dann geht vielleicht irgendwann zwischendurch mal zufällig eine Bank kaputt und dann denke ich, ich hätte die ganze Zeit übersehen. Und das ist auch nicht gerade geil. Also so gar nicht. Kann ich vielleicht noch Platz im Schuppen schaffen? Also ja, könnte ich, aber wegen dem einen Stahlbalken. Brauche ich den Stahlbalken? Also früher oder später bestimmt, aber jetzt aktuell, nö. Aber ich könnte versuchen, dann Stahlbalken zu verchecken. Aber machen wir es mal so. Nehmen wir mal einen Stahlbalken. Nein. Nein. Ja gut, aber ich hatte sowieso zu viele, oder? Sag mir bitte, dass ich das noch baue. Ich meine schon, ich habe gesehen, ich bräuchte 7 und hatte 10. Oh, ich habe nicht nur einen. Oh. Das war dumm. Das war richtig, richtig, richtig dumm. Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt hier abbreche, dann geht der Gegenstand trotzdem verloren. Ich weiß aber, warum das so ist. Weil man sonst einfach, wenn der Schuppen voll ist, alles Mögliche in die Apotheke wirft und es sich danach einfach zurückholt. Denn wenn man viele Diamanten hat, dann geht das. Oh Mann, ey, das war wieder so klar. Jetzt hoffe ich gerade irgendwie, dass ich irgendwen finde, der diese Balken auch noch mal verkauft. Dann hole ich mir die zurück. Aber es sieht nicht so aus. Es wird jetzt also wieder ein mühselig langer Weg bis zu diesen bescheuerten Stahlbalken. Es sei denn, ich kann vielleicht hier eine Story noch einkriegen. Ne, da kriege ich nur so einen bescheuerten Topf. Ja gut, dann würde ich an der Stelle einfach mal sagen, mit der Frustration würde ich sagen, war es das für heute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet ihr zur nächsten Folge wieder ein und die kommt morgen. Tschüss!